Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich darf Sie wieder ganz herzlich hier auf LaTV begrüßen und Ihnen einige Neuigkeiten übermitteln. Das Rohrscheibel ist ja ganz gut angelaufen. Strauch, Baum und Grasschnitt können hier ja hingebracht werden. Danke, dass Sie so gut mitarbeiten, dass Sie die Geduld gehabt haben. Jetzt ist das Rohrscheibel wieder aktiv im Einsatz. Unsere Mitarbeiter kümmern sich darum, dass Sie gut versorgt werden, wenn Sie hinkommen, und auch das mit den Pässen funktioniert hervorragend. Wir haben uns schon damals überlegt, ja, es könnte sein, dass der eine oder andere sagt, er braucht noch etwas dazu. Dann kann man sich auch, wir werden hier einen Beschluss fassen, kann man sich auch hier bei uns rühren. Ich denke, es ist gut, wenn man dann sagt, weitere 10 kann man kaufen um 50 Euro. Ja, und es ist die Überlegung von einer Person ist auch an mich herangetragen worden, ja, man sollte die Größe noch einmal unterteilen. Das ist natürlich etwas schwierig, denn der eine kommt mit einem mittleren Anhänger, hat viel drauf, der andere hat weniger drauf. Ich glaube, wir schauen uns das in diesem Jahr gut an und ich glaube, es wird gut laufen. Ich habe von allen anderen positives Feedback bekommen und ich freue mich wirklich, dass hier das so gut gelaufen ist. Danke Ihnen für die Geduld und für das Mitmachen, und es soll auch in Zukunft eine Gratis-Anlieferung für Sie sein. Das ist mir ganz besonders wichtig gewesen und daher ist es für mich eine große Freude, dass das so gut läuft. Ja, es wächst wirklich alles ganz wild. Viel Gras gibt es, Gott sei Dank. Obwohl es sehr trocken war, hat es jetzt auch wieder geregnet. Die Natur, die schiebt schon ordentlich an. Das ist ein schönes Zeichen und das muss natürlich auch alles immer entsorgt werden. Dann kommt aber dazu, dass wir schon auch wollen, dass überall frisch antreibt. Und im grünen Band gibt es gerade den Bewuchs mit dem Gras. Da sind wir gerade sehr aktiv bei der Arbeit. Das ist sehr gut im Entstehen. Wenn Sie mal vorbeischauen und wenn Sie sich bei dem kleinen Park draußen in der Neustadt ein bisschen, wenn Sie verweilen, können Sie auch zum grünen Band schon schauen. Auch das entwickelt sich sehr gut und wächst gut an. Die Trockenheit macht uns natürlich zu schaffen. Auch dem einen oder anderen Jungbaum hat es zu schaffen gemacht. Wir werden hier im Herbst auch wieder nachpflanzen. Trotz des Gießens ist es natürlich an der Seite der Straße immer sehr schwierig. Hier ist der Boden tief hinunter natürlich auch nicht so ein guter. Den kann man gar nicht so austauschen. Außerdem ist die Straße daneben. Hier wird natürlich auch Salz gestreut. Dann ist daneben auch Asphalt. Es kommt immer wieder vor. Aber wir pflanzen verlässlich wieder nach. Ja, und so entwickelt sich vieles. Wenn ich jetzt gerade von den Bäumen gesprochen habe, auf der Friedhofsallee, wo wir nachpflanzen werden, wenn man hier rausfährt zu unserem schönen Friedhof, wo wir uns wirklich bemühen, dass er sehr gut gepflegt ist, werden wir auch die Kapelle jetzt wieder den Sockel sanieren. Das ist natürlich eine Kapelle, die immer etwas feucht bleibt, ein altes Gebäude. Da wird der Sockel saniert, dass sie auch wieder strahlt und glänzt. Sie muss nämlich auch strahlen und glänzen, weil natürlich die andere Kapelle, die auch jetzt bald fertig wird, auch strahlt. Und wir wollen beide in einem guten Miteinander nebeneinander stehen haben. Es ganz besonders wichtig, dass es auch ein Zeichen des Friedens ist. Es war sowohl bei uns, gibt es Gräber für gefallene Krieger, die es damals leider Gottes in den beiden Weltkriegen gegeben hat, und natürlich auch bei den Russen. Und so ist es auch ein Zeichen des Friedens, das uns immer daran mahnen soll, wie wichtig ist, dass wir Frieden einhalten. Es wird dann irgendwann sicher eine offizielle Eröffnung dazu geben, aber das dauert noch ein bisschen. Ja, und wenn man draußen sein kann, ist man natürlich auch in der Schule und im Kindergarten draußen. Und im Kindergarten gehen wir es jetzt mit den Außenbereichen an. Heuer beginnen wir ein bisschen und nächstes Jahr werden dann die Außenbereiche wieder ganz gut saniert und neu gestaltet. Da, wo es notwendig ist, ist mit den Pädagoginnen und den Leitern gut abgesprochen. Und das gehen wir natürlich an. Auch Radabstellplätze waren wichtig und haben wir einfach erneuert. Wenn da Anregungen kommen, ein herzliches Dankeschön dafür. Ja, und was den Parkplatz draußen angeht, beim Bahnhof, beim Ostbahnhof Kindergarten, da haben viele oder doch einige Eltern sich gerührt und haben gesagt, beim Hinbringen, sie wollen natürlich gleich direkt beim Kindergarten stehen bleiben. Da wäre es noch wichtig, dass wir in der Früh keine Dauerparker haben, sondern dass hier mehr Platz geschafft wird. Jetzt habe ich gesagt, ja, da muss ich und möchte ich natürlich auch auf die Anwohner Rücksicht nehmen. Dort wohnen natürlich auch Menschen, die wollen wieder dauernd parken. Und hier diesen Spagat hinzubringen, das wird jetzt geschehen. Wir haben schon ein bisschen erweitert diese Kurzparkbereiche in der Zeit, wo eben der Kindergarten offen ist, und wir erweitern auch die Parkplätze, wo man dauernd stehen bleiben kann, so damit alle wieder gut Platz haben und gleich direkt beim Haus und direkt beim Kindergarten sein können. Der 30er ist dort eingerichtet worden, dass hier langsam gefahren wird, und alles, was möglich ist, setzen wir um. Es ist auch kurz eine Sperre der Straße angedacht worden. Das geht nicht, es ist auch eine Landesstraße.
Und um all diese vielen Dinge, ich habe nur ein paar aufgezählt, wirklich auch immer zu finanzieren zu können. Sie wissen, wir müssen ganz, ganz fest sparen noch einige Zeit, um die Dinge, die wir gut angeschafft haben und die, wenn ich denke, den Volksschulumbau, Kindergartenumbau, Therme und Straßen, all das, was halt einmal gemacht worden ist, gut auch hier zurückzuzahlen, brauchen wir viele Förderungen. Da kennen Sie mich schon. Es wird jetzt eine Förderung vom Bund wieder geben, die KIK-Förderung. Auch da holen wir uns für die verschiedensten Projekte wieder Förderungen. Es ist aber auch bei anderen Bereichen, ob es jetzt Radabstellplätze sind, von denen ich schon gesprochen habe, überall gibt es die Förderung, denn das ist uns auch wichtig. Ich denke gerade daran, dass der Fair-Trade-Laden sich damals bei Radabstellplätze gewünscht hat. Ich könnte immer gleich Ja sagen, aber ich weiß, man muss auch die anderen immer fragen, dass hier ein gutes Miteinander zu leben ist. Und so schauen wir, dass bei der Kirche was Neues steht, es soll bei der Burg etwas stehen und bei den Geschäften da, wo es möglich ist. Förderung gibt es auch für die Photovoltaik und wir wollen etwas auf die Volksschule draufgeben, eine Photovoltaikanlage und auch bei unserem Bauhof. Ein drittes Projekt suchen wir noch, da schauen wir, was sich da noch Gutes ergibt, eine öffentliche Anlage. Auch da sind wir gut im Plan. Das heißt, da schauen wir, dass das Geld gut passt und da fällt mir dazu die neue VRV ein. Das ist die neue Buchhaltung, mit der müssen wir 2020 umstellen. Auch hier wird schon intensiv daran gearbeitet. Das Personal ist hier schon auf einem guten Weg. Wir haben ja hier auch neues Personal, das sich hier sehr gut einarbeitet. Und wir haben natürlich auch die Software schon angepasst. Da sind wir gerade dabei zu suchen, was ist hier das genau Passende. Wir haben viele Vorarbeit schon geleistet, da bin ich wirklich sehr froh und dankbar den Mitarbeiterinnen dafür. Wir haben uns bei Projekten vorher schon engagiert, um zu zeigen, dass wir hier auf einem guten Weg sind und wir werden den Zeitplan gut einhalten und werden eine der Gemeinden sein, die das wirklich auch hervorragend 2020 schaffen wird. Ja, und wenn wir intern so viel arbeiten und die einzelnen Projekte natürlich auch haben, dann ist die gesamte Stadtentwicklung muss auch immer ein großer Blick darauf sein. Ich habe es Ihnen schon oft erzählt, ich kann nicht nur einzelne Projekte sehen, sondern ich muss immer das Ganze mit meinem Team sehen und dazu gehört auch die Stadtentwicklung. Hier möchte ich einen Prozess einleiten, wo Sie auch eingebunden sind, wo wir schauen, wo gehört was weiterentwickelt in der Stadt. Unsere Stadt ist gut angelegt, es gibt einen Bereich, wo man wohnen kann, wo die Wirtschaft ihren Platz hat, Zentrum ist gut gelöst und auch der Grünbereich, aber es gibt doch wieder Bereiche, wo sich Entwicklungen tun. Manchmal kommt jemand zu mir und möchte von jetzt auf gleich eine Umwidmung haben. Erstens ganz keine individuellen Umwidmungen geben für beliebige Anlässe. Sie können sich vorstellen, was da herauskommt. Jeder hat natürlich einen guten Grund und sagt, ich hätte gern, dass das eine oder andere umgewidmet wird, dann wird mein Grundstück mehr wert. Da wäre dann Willkür und das möchte ich auf gar keinen Fall, daher gut abgesprochen. Das braucht natürlich Zeit. Eine Umwidmung kostet auch Geld, jede einzelne Umwidmung. Auch wenn sich der eine oder andere das wünscht und sagt, er braucht das heute jetzt dringend für die Landwirtschaft oder Ähnliches. Ja, aber man muss natürlich auch immer schauen, wie können wir es finanzieren, wann setzen wir es um und wenn ich es sage, dann kann das nicht so schnell umgesetzt werden. Wir brauchen die Behörden dazu, bis dieser Weg abgeschlossen ist. Aber dazu wollen wir sie auch einbinden. Ja, und es gibt eine Reihe von guten und schönen Veranstaltungen, es hat schon viele gegeben. Jetzt kommt der Seniorenkirtag am 20., am 22. die Big Band Nacht, gibt es keinen Eintritt, da sind Sie auch wieder herzlich eingeladen dazu. Viele private Veranstaltungen, die freue ich mich auch schon. Schulschluss ist, es gibt Zeugnisverleihungen, es gibt die Reife- und Diplomzeugnisse, die Matura ist also, die Reife- und Diplomprüfung ist also schon bei den Schülerinnen und Schülern dann abgeschlossen. Auch das sind große Feste und da freuen wir uns natürlich darauf, dass wir eine Schulstadt sind und viele Kinder hier begleiten können. Der eine oder andere wird seine Lehre abschließen. Auch darüber habe ich eine große Freude. Und es kommt auch wieder sportliches viel hinein, ob Fußball, Faustball, Tennis, alles Mögliche gibt es hier bei uns, Gott sei Dank. Aber natürlich auch für den Individualsport, Radfahren oder Walken oder Ähnliches gibt es viele Möglichkeiten bei uns in der Natur. Und das Fußballteam kommt auch schon wieder, ein internationales, am 25. wird das Team von Katar bei uns sein. Also es tut sich ganz, ganz viel. Ich glaube, wir können stolz auf unsere Stadt sein. Ich bin stolz auf Sie, weil Sie so gut mitarbeiten, ein gutes Miteinander leben und wir gemeinsam so viel weiterbringen. In diesem Sinne alles Gute, bis zum nächsten Mal.